Hier sehen Sie Bakterien bei der Arbeit. Beim Gärprozess in den Pflanzenabfallstoffen entsteht das wertvolle Methangas. Das geschieht im sogenannten Fermenter. Der ist so etwas wie die Herzkammer der Anlage. Die wurde im Frühjahr 2012 in Betrieb genommen und läuft mittlerweile in Volllast. Sie hat sich so entwickelt, wie wir uns das gewünscht haben. Wir sind zufrieden mit der Stabilität der Fermenter. Wir sind zufrieden mit den Gasausbeuten und haben auch die Logistik sehr gut gemeistert, die Logistik der Hopfenrebenhäcksel hin zur Anlage, was schon eine große Herausforderung war, und aber auch die Logistik der Gärproduktrückführung, die ebenfalls eine große Herausforderung ist. Da sind wir noch am Organisieren, dass es auch bei den Landwirten gut funktioniert im Anschluss mit der Ausbringung auf die Felder. So sieht das Bakterienfutter aus. Es entsteht aus der Staude, von denen die Hopfendolden für die Bierproduktion abgepflückt wurden. Klein gehäckselt landete es bisher nach der Ernte hinter den Scheunen auf einem Haufen. Wenn es dann anfängt zu gären, kommen die Pflanzenabfälle zurück aufs Feld. Das Methan, das beim Gären in die Atmosphäre entweicht, hat bisher wohl das Klima belastet. Wissenschaftlich nachgewiesen wurde das aber nie. Doch die Verarbeitung zu Bioerdgas ist auf jeden Fall besser für die Umwelt. Ja, es ist ja so, dass es aus einem regenerativen Prozess, aus einem nachwachsenden Prozess entsteht, dass es hier tatsächlich dann genutzt wird und im Erdgasnetz eingesetzt werden kann. Insofern ist die Klimabilanz positiv, dann, wenn eine Anlage gut gefahren wird. Wenn aus solchen Anlagen beispielsweise Methan entweicht, Methan hat einen sehr viel höheren Klimaschädigungsfaktor als Kohlendioxid, dann haben wir ein Problem und dann kann die Bilanz sogar negativ aussehen. Wenn die Anlage gut gefahren wird und wir haben hier guten Stand der Technik gesehen, dann ist das eine gute Sache fürs Klima. Mitarbeiter im Umweltbundesamt hatten die Bio-Erdgasanlage entdeckt. Sie war eine der Stationen einer Rundreise, bei der Experten der Behörde vorbildliche Projekte in ganz Bayern besuchten. Die Hallertau als Hopfenanbaugebiet bietet ideale Voraussetzungen für Energieproduktion, weil hier tonnenweise Pflanzenabfall anfällt. Der Anbau von Pflanzen allein als Energieträger ist mittlerweile umstritten. Er schadet dem Klima und treibt Preise für Nahrung und Flächen in die Höhe. Auch Frankreich beginnt im Moment eine Förderung für Biogas aufzusetzen. Und auch England ist dabei, ähnlich wie Italien sind im Moment auch die Zielmärkte der Biogasbranche. Biogas ist überall herstellbar und auch in Deutschland gibt es genug Flächen, die neben der Nahrungsmittelproduktion, die nach wie vor gewährleistet ist und auch für die Tierhaltung, für Biogas da sind. Und wir können noch einige Millionen Kubikmeter Gas für viele, viele tausend Haushalte produzieren. Auch wenn im Ausland neue Biogasanlagen geplant sind, will die EU jetzt den Anbau von Pflanzen allein zur Spritproduktion reduzieren. Doch auch mit Methan aus Pflanzenabfall kann man zum Beispiel Auto fahren. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.